Moin Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute zeige ich euch mal, wie man einen Zahnriemen macht. Und zwar einen Zahnriemen an einem Polo 6N, 6N1, Lupo, Arosa, Golf 3 ist der Motor auch eingebaut. 1 Liter bis 1,6 Liter, 8 Ventile. Im Prinzip ist es eine, ich sag mal, einfache Sache, aber bitte mit Wasserpumpe und ohne bestimmte Sachen zu beachten, geht's nicht. Und ich habe den Motor ausgebaut auf dem Motorständer, weil Brunemanns Motor ja kaputt war und der kriegt ja den neuen. Ich hoffe, es hilft euch und ihr wisst dann so ein bisschen die Kniffe, wie es geht. Und ich hoffe, dass ich es euch so zeigen kann, dass man das auch alles schön sehen kann. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in der Werkstatt und da geht's weiter. Macht's gut, bis gleich. So Freunde, jetzt sind wir in der Werkstatt und ich zeige euch anhand eines 1 Liter AER Motors vom Polo, vom Lupo, das ist ja auch verbaut, Arosa. Skoda war noch nicht so weit, da sind die Motoren noch nicht so drin gewesen, aber Golf 3 und so die 1.6er, das ist alles der gleiche Motor. Im Prinzip funktioniert das genauso. Ich zeige euch jetzt hier, an diesem Beispiel geht es am besten, weil hier ist nichts vor. Und nichts im Weg und deswegen kann man da am besten mal zeigen, wie wird ein Zahnriemen gewechselt in dieser Richtung Kategorie, weil wir haben hier den Motorhalter, der muss natürlich dann ausgebaut werden, den Motor von unten abgestützt werden, tralala, das kennt man ja. Und wie gesagt, das ist das Problem, was man im Fahrzeug dann hat, die Enge. Und das war früher nicht so, dass hier ein Halter dran war und das ist ja das Ding und deswegen ist er jetzt ausgebaut und den haben wir ja neu gekriegt. Den kriegt Sohnemann in sein Polo gebaut. Und ja, alles dürfen wir nicht aufmachen. Den Ventildeckel dürfen wir zum Beispiel nicht aufmachen. Die Drosselklappe dürfen wir nicht anpacken, ausbauen, wie auch immer. Den Verteiler dürfen wir verstellen, ja, aber nicht abbauen. Wo man sieht, die Markierung, das zeige ich euch alle. Und das ist alles kein Problem. Ich kann euch das anhand dieser Riemenscheibe, normalerweise ist hier eine Kerbe drin, jawohl, da ist eine Kerbe drin und zwar an der Stelle, ihr seht, so an der Stelle ist eine Kerbe drin, ich habe die Riemenscheibe schon abgebaut, wie man die Riemenscheibe abbaut, das brauche ich euch glaube ich nicht zu zeigen. So, wenn ihr natürlich die Schrauben rund habt, probiert es mit Torx, probiert es mit Vielzahn, Innenvielzahn natürlich und dann im Prinzip viel Rostlöser. Das geht und wenn es dann gar nicht mehr geht, hilft nur noch der Meißel, dann müsst ihr sie abmeißeln, das ist eben so. Und dann ist das natürlich der Beeng da unten. Ja, deswegen sage ich immer meine Empfehlung, immer schön sauber halten das ganze Zeug, hier auch mal ein bisschen Fett dran machen, das ist auch nicht schlimm. Dann rostet euch das Zeug nicht fest und der Nächste freut sich. Gut, fangen wir einfach mal an und bauen hier das auseinander.
Tupsi-Bups ist Zahnriemen gewechselt. Also das dauert im ausgebauten Zustand natürlich nur eine Minimalzeit. Und ich sag mal, von daher, ne, kann man das eben schnell machen. Der kriegt ja auch noch eine neue Kupplung. Auf der anderen Seite, dieses ganze Prozedere ziehen wir auch noch durch. Ja. Und dann kann der Motor auch schon wieder zusammen und natürlich auch wieder rein. Und wie gesagt, den Halter habe ich extra so gemacht, dass ihr seht, dass der Halter natürlich nur, ja, den habe ich jetzt nur abgebaut, also den Halter habe ich jetzt nur abgebaut, damit ihr es besser seht mit der Wasserpumpe. Die Wasserpumpe bitte nicht mit Dichtmittel oder sonstigen beschmieren und dann reinkleben, sondern einfach nur mit der Gummidichtung ein bisschen Kühlwasser dran klatschen, fertig ist die Sache. Und diesen Halter bekommt ihr nur rein, wenn der Zahnriemen runter ist. Ansonsten geht das nicht. Deswegen habe ich euch das mal symbolisch gezeigt, dass das nicht die richtige Richtung ist. Gut, auf jeden Fall, ne, haben wir hier einen neuen Zahnriemen wieder drin. Und das ist ja auch schon mal wieder was wert. Die Riemenscheibe will ich noch ein bisschen schwarz lackieren, weil die ein bisschen rostig ist. Das mag ich nicht. Sieht scheiße aus. Und ja, gibt dem Ganzen nicht so richtig was her. Der Motor lässt sich jetzt natürlich nicht durchdrehen, wenn er jetzt auf dem Bock steht. Ist klar, weil hinten der Schwungrad dran ist. Da liegen die ganzen, ich sag mal, der ist da mehr oder weniger ja, ein bisschen eingeklemmt von der Situation her. Und deswegen dreht er sich halt nicht. Gut, braucht er jetzt auch nicht. Und dann verdreht sich hier auch nichts. Eben neuen Zahnriemen draufschmeißen. Nachher mal eben durchdrehen und dann mal gucken, ob die Spannung passt, weil dann kann man das noch ändern. Das geht dann noch, aber ansonsten sollte das eigentlich gut sein. Da gibt es dann noch neue Zündkerzen, die Zündkabel von dem alten Motor. Die waren, glaube ich, neu gewesen, meine ich. Das kontrollieren wir alles noch. Da muss ich hier oben die Leiste tauschen, weil hier vorne der Eingang fehlt. Ja, die Einspritzleiste, genau, die muss ich tauschen. Ist halt so, kann man nicht ändern. Ja, mein Gott. Habe ich mir so viel Mühe gegeben, dass ich das hier wieder anklebe, zeige ich euch später. Aber das muss alles wieder runter, das muss ab. Ja, weil hier haben sie das, ich sag mal, den Auslauf bzw. den Rücklauf abgebrochen. Tja, aus irgendwelchen Gründen. Ich kann mir das auch nicht immer erklären. Das ist halt eben so. Und dann machen wir das mal eben und dann ist das in Ordnung. Gut, das wäre jetzt erstmal das. Was ich noch sagen wollte, ne, da ist eine originale Wasserpumpe noch drin. Also könnte ich mir vorstellen, dass es da noch die erste ist. Ja, ich weiß es aber nicht. Original sieht die Dichtung etwas anders aus. Das ist so eine Metalldichtung, die hier drin ist. Die hat auch keine gefräste Nut drum zu. Ja, deswegen ist es eine Metalldichtung original. Aber ansonsten sieht die Wasserpumpe gar nicht so schlecht aus. Kann man da noch irgendwo sehen, aus welchem Jahr die kommt? 97. Also demnach könnte es sein, dass das noch die erste ist. Ja, das kann auch sein, dass das noch die erste Wasserpumpe ist, die da drinnen verbaut wurde. Das ist dann schon bei 180.000 schon ordentlich. Aber dann wird es auch Zeit, dass die rauskommt und was Neues. Ja, wie gesagt, das war's dann erstmal. Ja, Freunde, so. Zahnriemen ist wieder fertig, allerdings konnte ich den Motor nicht durchdrehen, weil er ja auf dem Ständer ist und die Schrauben hinten an die Anschläge gehen. Ist halt so, kann man nicht ändern, das muss man nachher dann nochmal kontrollieren. Natürlich die Steuerzeiten und alles, ne? Das muss man nachher nochmal kontrollieren. Das ist ja kein Thema, das geht auch, das ist kein Problem. Ja, bis dahin ist erstmal alles gut und der Test, der wird dann ja erst wieder im eingebauten Zustand, ob das Ding läuft oder nicht. Das ist eben halt das Risiko, wenn man gebrauchte Motoren kauft. Entweder die laufen oder die laufen nicht. Aber da ist immer noch ein halbes Jahr Garantie drauf und ich darf nicht alles aufmachen. Das ist das Problem, weil das alles versiegelt ist mit roter Farbe und sobald ich dabei gehe, ist die Garantie futsch. Das will ich nicht. Also machen wir nur das, was wirklich in dem Bereich liegt. Also Zahnriemen, Kupplung vor, Getriebe wieder dran, Anlasser wieder dran, Lichtmaschinehalter als eine andere, weil das Fahrzeug keine Servolenkung hat, ist das alles noch ein bisschen was anderes. Ja, und wie gesagt, läuft. Gut, das wäre es mit dem Video gewesen. Danke fürs Zuschauen.
Wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen hoch und ihr wisst ja, Klingel drücken, wenn ihr von uns nichts mehr verpassen wollt. Und wenn ihr noch nicht habt, abonniert. Also, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis denn. Tschüss.